Rio, im Hafen liegt ein Segelboot. Das war heute echt ein besonderer Abend, muss man sagen. Ein ganz besonderer Abend. Erstmal ist dieser Platz richtig göttlich, also das von der Atmosphäre, und das war auch bei den leisen Stücken so, dass da diese Aufmerksamkeit da war, das Zuhören, und das hat was mit diesem Platz und natürlich auch dem Publikum zu tun. Das war heute Abend echt besonders. Und das andere, was man im Saal nicht sieht, heute konntest du genau sehen im ersten Teil, weil es noch hell war, wie die Leute auf die Textzeilen, auf die Pointen reagieren. Du hast genau gesehen, ah, da lachen die und da schmunzeln sie oder da lachen sie laut. Das war sehr, sehr angenehm. Das macht zu erkennen, wie die Texte ankommen und funktionieren. Warum braucht eine Frau einen Mann? Habe ich letztens irgendwo beim Konzert die Frage gestellt in Bremerhaven. Zum Rasenmähen? Gutes Argument. Männer, wir müssen jetzt mal eine Runde reden. Du guckst mich da gerade so an. So. Wir müssen jetzt mal schnacken. Ich habe letztens eine komische Umfrage in der Hand gehabt. Von was oder von wem träumen unsere Frauen des Nachts? Erotische Träume, darum geht es. Ich muss ja sagen, wir sind nicht dabei. Du wolltest nach Haus und ich mit hoch um 5 Uhr früh am Morgen. Du riefst, mein Vater bringt dich um. Mein Vater bringt dich um. Unter Reinhold Beckmann versteht man jetzt nicht unbedingt bisher Musik. Soll das anders werden? Ach, das ist ja jetzt mal ein ganz zarter, leiser Versuch, der aber schon irgendwie 12 Monate jetzt läuft. Also die Idee dazu entstand vor 2,5 Jahren. Das war geschehen in der allerersten Sendung von Ina Müller. Da habe ich mit Ina zusammengespielt, so ein Bossa Nova. Dann kam dann Helge, der Schlagzeuger, nach der Sendung zu mir und sagte, Reinhold, du bist ja eigentlich Musiker. Setz dich doch mal hin und schreib doch mal Texte, oder wir verabreden uns mal zu einer gemeinsamen Session und gucken mal, wo sich das musikalisch hinbewegt. Und das haben wir gemacht. Ich habe dann angefangen, Texte zu schreiben, auch Musik zu schreiben, und dann habe ich Blut geleckt, klar. Und das funktioniert gut, und es ist, ich finde es, diese Unmittelbarkeit, das kann nur Musik, das kann Fernsehen nicht. Also du siehst ja sofort, wie heute bei jeder Zeile, wie reagieren die, kommt die Pointe an, ist das... Sowas muss man ja irgendwo entweder im Blut haben oder gelernt haben. Wo kommt's her? Ich habe früher viel Musik gemacht. Ich habe eigentlich immer Musik gemacht, zwar nicht dann so in der Intensität wie ganz früher, aber es gab immer so Phasen, wo ich gespielt habe. Ich habe auch mal bei Olli Dittrich, bei Texas Lightning mal ein, zwei Stücke dann mit denen gemacht, oder bei Barbara Schöneberger oder mit Ina Müller auf der Tour. Ich habe früher eine ganze Zeit lang Schlagzeug gespielt, viel Gitarre gespielt und ein bisschen Klavier auch mal. Und das ist also da. Und es ist so eine alte Sehnsucht auch, eine alte Liebe, die da wachgeküsst wurde. Das erste Mal glauben zu leben, Bremen. Also erstmal.